I hope. It's back. Slice day. Fade of Bomb Master. Der was sagt. In Ordnung. Must. Weil er halt. Dabei. Gewiss. Messe der Hi. Hey, nimm. Ja. Meist an. Wollen heraus. Der Ausdruck. Hi. Oh. Hi. Euer Leben ist verwirrt. Was? Die Dämonen des Schlafes jagen. Bereit für neue Sofort. Wie kann ich helfen? Sofort. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Worum handelt es sich? Was ist los? Dein Befehl. Mögen die Götter mich schützen! Ich muss mich bald ausruhen. Ja, es soll geschehen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Ausgezeichnet. Ja, es hat fast nicht. Übersetzt. Der Kampf Eriknas, Zarek. Vielleicht hinter eine weit. Selbst das weiß, also weiß. Kämpft ein Kampf. Zeit. Selbst. Raus. Aber könnte die Werke. Wird die Sonne fahren. Tage. Er kämpft das nach weit. Dann wird erst drei. Ein. Sag was gewiss. Was? Bleib. Es soll geschehen. In Ordnung. In Ordnung. Ab. In Ordnung. Das ist sofort. Oh, hab gestern.
Okay, der hat. Sofort. Gewiss. Bei Heimat. Also der. Vorwärts! Es soll geschehen! Es soll geschehen! Es soll geschehen! Ja, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Es ist nicht viel passiert. Gut, okay, jetzt können wir hier hochgehen. Einverstanden. Einverstanden. So, und jetzt müsste da, hier auf der Seite die Tür offen sein. Hast du uns noch was Neues zu sagen? Harald? Das ist der falsche Krug. In dem Krug, den ich suche, ist Wasser, Blut, gut wie Wein. Ja. Gut, der sagt nichts, wirklich nichts Neues. Vorwärts! So, was gibt's hier unten? Wieder den Lawmaster. Also den Meister der Verlockung. Der geübte Umgang mit Waffen ist eine Tugend, die allen wahren Helden beherrschen. Denn der Kampf ist das Feuer, in dem wahre Heldentaten geschmiedet werden. So ist es nur an der Zeit, eure Stärke zu testen. Oh, hi. Brauchst du mich? Kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Jawohl! Wie kann ich helfen? Das sind belebte Panzer und noch mehr belebte Panzer. Mit Vergnügen. Wie kann ich sehr gerne. Okay, ich hätte die Steinhaut wirken sollen. Was, wenn es sein muss? Dein Befehl? Wenn es dein Wunsch ist. Da, stellt euch den in den Weg. Diese Böse. Ja? Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Einverstanden. Nein, er hat sogar was gedroppt. Plattenpanzer und ein Schwert. Ausgezeichnet, ihr habt eure Stärke bewiesen. Hier ist die Belohnung, nach der ihr gesucht habt. So, das hat wieder Erfahrungspunkte gegeben. Gucken wir mal, was wir hier. Also hier haben wir auf jeden Fall Ringzeug. Plattenpanzer plus 1 und ein Langschwert plus 1. Können wir mal wegpacken. Und die letzte Rolle. Geschichte von Sir Eris. Dieses vergilbte Pergament, das bereits an den Kanten eingerissen ist, ist dennoch erstaunlich widerstandsfähig. Ja, es hat eine fast ledrige Oberfläche. Obwohl es in einer unbekannten Sprache geschrieben wurde, drehen und winden sich die Wörter auf der Seite, als ihr sie überfliegt. Sie übersetzen sich vor eurem geistigen Auge selbst in die Gemeinsprache. Und so fiel der dritte der Fürhüterritter. Er hatte seinen Speer noch aufgepflanzt, um den Ansturm des Drachen zu widerstehen. Die Flügel des Drachen hingen in Fetzen herunter und seine Wunden waren zahlreich, aber er wusste, dass er bereits so gut wie gewonnen hatte.
Er wendete sich dem letzten der Krieger zu, Eris, dem Viertelhüterritter. Es waren keine anderen Krieger mehr zu sehen, da Fürst Maluradek noch immer nicht auf das Schlachtfeld getreten war. Eris stürmte an, um zuzuschlagen, wurde aber von den Klauen des Drachen ergriffen. Die Kreatur legte den Kopf in den Nacken, um mit Wucht zuzustoßen und dem Hüterritter den Kopf abzubeißen. Aber Eriglas hatte nicht mit Eris Stärke gerechnet. Obwohl der Hüterritter im Griff des Drachen hing, gelang es ihm, mit seiner mächtigen Axt auszuholen. Die Klinge bohrte sich tief in die klaffende Lücke am Hals des Drachen, die bereits durch zahlreiche Speer- und Schwertwunden in die schützende Schicht aus Schuppen geschlagen wurde. Mit einem mächtigen Kriegsschrei im Namen Helms schlug er erneut zu und holte und wendete die Axt in der Luft, um sie von der anderen Seite in den Nacken des Drachen zu versenken. Im gleichen Moment zerquetschten ihn die Klauen des Drachen, ein doppeltes Knirschen, so laut wie hallender Donner, kündete davon, dass der Körper des Ritters wie morsches Holz zerbrach und der Kopf des Drachen vom Halswirbel getrennt wurde. Da brach der Körper des Drachen zusammen, eine Staubwolke stieb über die Hügelgräber der Stürme empor, der Tod eines Drachen, ausgewogen durch den Tod von 4 tapferen Hüterrittern. Wie man eine so tapfere Schlacht bemessen soll, kann nur Fürst Maluradek wissen. Er kehrte viele Stunden später zurück, nachdem der Schlachtlärm schon längst eine unheimliche Stille gewichen war. In seinen Augen standen keine Tränen für seine gefallenen Wächtern, sondern nur die Gier nach Gold und Ruhm. Die Vergangenheit ist nur Staub, sprach er, als er die Leichen der Hügelritter sah. Aber die Zukunft ist eine goldene Straße. Ja, vom eigenen gierigen Lord verraten. Sag, was du vorwärts! Weiter! Ja. Es soll geschehen! Und es ist jetzt übrigens Nacht geworden. Weiter! So, das heißt eigentlich, wenn das 4 Ritter des Helm waren, müssen wir wohl jetzt in den Tempel und in die Gruft hinab. Wenn wir uns die Aufgabe so durchlesen. Ja. Der einzige Hinweis, der uns gegeben hat, war folgendes Rätsel. Im Norden, Osten, Süden und Westen, das Fegefeuer gibt in 4 Türmen seine Kraft zum Besten. Die 4 Türme haben wir jetzt erkundet. Ernährt die 4 Geister an ihrer Quelle oder ihr rührt euch nicht von der Stelle. Die Erde erwärmt sich, die Sonne steigt gen Himmel empor und niemand bringt ein Wort der Klage für 4 Tote hervor. Lasst sie in Frieden, warnt der verrückte Fürst sie alle und vertiegt meine Worte des Preises auf jeden Falle. Er hat uns mitgeteilt, wir sollten zurückkehren, sobald wir unsere Aufgabe erfüllt hätten. Er würde uns dann in den Bergfried einlassen. Achso, das ist nicht, gehört gar nicht mehr zum Rätseltext dazu. Das ist dann der Bergfried. Ja, und vertiegt meine Worte des Preises auf jeden Falle. Ernährt die 4 Geister an der Quelle, da müssen wir wohl in die Gruft runter. So, aber erstmal können wir bei ihm. Etwas verkaufen. Warum? Ja, das will ich verkaufen. Da ist ein ganzes Haufen Zeug in dem nimmervollen Beutel drin gewesen. Ach, das war der, den wir den anderen abgenommen haben.